ein bisschen sparsamer fahren und dann am Schluss wieder voll abgeben. Minimaler Rückstand, also es geht noch. Dafür, dass wir ja ins Hoffreffen gefahren sind, würde ich jetzt sagen, Bodenhaftung steigt noch. Ich warte einen kleinen Moment. Dann schicke ich ihn raus mit den Softreifen. Und hat auch gut gepasst mit dem Geschwindigkeit, die ich eingestellt habe. Ihr steigt sie auch. Sie darf versuchen, mit den Supersoft sich zu qualifizieren. Oh, ich weiß nicht. Wir können danach mal probieren, ob sie es mit Soft schafft. Aber bei ihr ist ja sowieso, dann im Rennen kann sie die Supersoft-Reifen schon da fahren. Obwohl die Softreifen, mit denen können sie besser umgehen. Also schonen gegenüber besser umgehen. Schwierige Entscheidung. Und diese Runde bleiben wir diesmal bei Convina. Ja, Jebel relativ nah hinten dran. Jetzt sein zweiter Sektor passt uns überhaupt nicht. Sie sogar schneller als er. Okay, er fährt mit Softreifen. Dritter. Sie ist Schotter. Sehr starke Runde von ihr. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es wirklich schafft, nochmal nachzulegen. Mit den Softreifen. Wie gesagt, wir können dann ihr sagen, okay, sie sollen die Supersoft-Reifen fahren und dann Reifen schonen. Weil es sieht sehr stark aus, dass sie es auch schafft. Da fahren zwar viele Leute noch raus, aber ich glaube nicht, dass die sich so verbessern können, dass sie rausfliegt. Vor allem, da Pert auch noch in der Box bleibt, ist er der erste Fahrer, der rausfliegt. Und sie ist weiter. Und damit haben wir beide Fahrer wieder in Q3. Oh. Und das ist sehr interessant. Bei beiden steigt die Form am Schluss auf sehr, sehr hohe Punktzahl. Auf über 9. Habe ich gerade so gesehen, so einen Augenwinkel. Dass da die Form gut hochsteigt. Das ist auf jeden Fall gut fürs letzte Qualifying dann. Das heißt, jetzt fahren direkt raus und dann kurz vor Schluss dürfen beide nochmal alles geben. Er jetzt mit dem Supersoft. Sie auch direkt hinterher. Und danach hat jeder noch einen Reifensatz übrig für den letzten Versuch. Dann er sich zumindest mal für Platz Reihe 2. Also einer muss in Reihe 2 und bei ihr würde ich sagen Reihe 3 wäre da sehr zufriedenstellend. 4 wäre auch noch okay bei ihr. Hauptsache nicht 10. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich seine Reihe, wenn er jetzt mit den harten Reifen gefahren wäre, ob sie schneller sind. Also der erste Sektor von ihm war schon mal deutlich besser als der von Trisson. Er hat zumindest mal erste mit 1,4,3, sie ist eine 6 Zehntel dahinter. Hat aber einer nicht eine gute Runde hingelegt. Aber Burgmeier wird da 25.000 schneller sein als Jebel. Aber ich komme, da geht davon aus, dass da ein paar Fahrer noch kommen. Neto zum Beispiel ist auch jetzt gerade unterwegs. Sich zu verbessern. Nein, 31 Townsend dahinter. Also hier ist richtig Spannung geboten gerade. Vor allem, wenn jetzt Jebel, sagen wir, Noah sogar, die Pole Position holt, bleiben wir bei einem Punkt Rückstand. Wenn jetzt aber Jebel die Pole Position holt, sind wir sogar in der Tabelle Erster. Aber wir warten natürlich erst. Die Form kann sich noch steigern. Wir haben 1:04 ungefähr, brauchen wir für eine Runde. Also wir fahren jetzt raus. Zuerst darf Jebel wieder rausfahren. Neue Supersoft-Reifen. Und kurz darauf geht sie auch raus. Hat nur noch einen Supersoft-Reifen danach und ansonsten nur Soft-Reifen. Beide sehr knapp über die Linie, aber wir haben definitiv die beste Strecke. Wir sind aber auch das letzte Team, das dann über die Linie fährt. Wir bleiben bei Jebel. Ich schätze mal, dass er wirklich die Pole-Position holen kann. Strecke ist richtig gut. Knapp über die Linie gekommen. Da ist definitiv noch was drin bei ihm. Vorsprung im ersten Sektor. Sie minimalen Rückstand nur. Jetzt kommt der Sektor, der eigentlich nicht so gut läuft. Ah, das war zu erwarten. Jetzt aber der letzte Sektor. Er bleibt auf Platz 4. Sie verbessert sich auf Platz 7. Platz Reihe 2 und Reihe 3. Reihe 4, sorry. Noah holt sich 2 Punkte für McNeil. Immerhin nicht Jott, das war mir ziemlich wichtig. Natürlich wäre besser gewesen, dass wir die holen, aber wir haben schon mal 300.000.
Bloß wir müssen kein Geld ausgeben dafür, dass er Erster wird. Aber das Rennen wird jetzt sehr, sehr interessant, weil die ersten vier Fahrer verschiedene Teams sind. Weiche Reifen mit Renndrim. Bei ihr ist doch weiche Reifen sparen. Ich weiß nicht, ob das ein großer Vorteil ist. Ich kann ja nicht gucken. 28 Runden haben wir zur Verfügung. Und die Reifen werden am Anfang direkt geschont. Also gar nicht erst nach hinten uns die Reifen kaputt fahren. Los geht's. Guter, solider Start. Platz 4 gehalten. Sie fällt etwas zurück. Sollte nicht zu weit zurückfallen. Platz 11 ist noch in Ordnung. Das ist aber 12. Also sie hat definitiv einen sehr schlechten Start. Er hingegen kann sich doch gut behaupten. Wenn er weiter in diese Position hält, ist hier alles möglich. Die Strecke scheint wohl sehr, sehr spritfressend zu sein. Wir haben jetzt schon über 1 Liter verbraucht. Das nach der ersten Runde. Also nach dem Ende der dritten Runde müssen wir schon in den Spritsparmodus ein bisschen gehen. Also sie konnte sich wieder etwas nach vorne kämpfen. Ja, Angriff auf Platz 3 von ihm. Vorbei. Sehr schön, Analyse vorbei. Jetzt 9. Aber Noah kann sich da gut vom ganzen Feld lösen. Wir können den Sprit wieder etwas sparen. Reifentemperatur geht ja sowieso direkt in die Höhe. Also 14 Runden ist eigentlich schon fast, was wir fahren müssten. Und er hat einen super Tag erwischt. Jetzt geht seine Form leicht runter, aber jetzt hat sie einen super Tag erwischt. Beide Fahrer haben einen super Tag erwischt. Mit beiden so um die 10% oder 10er Form. Oh, Brockmeier, der gibt entweder ziemlich viel Gas und die Reifen gehen bei ihm sehr stark in die Knie. Also ein Stopp ist hier eigentlich locker fahrbar. Milikiew müsste jetzt bald in die Box kommen. Dann ist die Frage, wann die anderen auch noch in die Box kommen. Die fahren jetzt, sagen wir, 7 bzw. 8 Runden würden sie fahren. Sind 20 Runden machbar mit den Softreifen? Ich wage es fast zu bezweifeln schon. Hier können wir mal einen Reifen schon bei ihm auch, damit wir wirklich da... Ein bisschen Reifen schon muss man schon fahren. Aber die werden Ende der 8. Runde reinkommen müssen und es reichen die Reifen nicht. Tisson oder Truisson kann vielleicht einen Tick länger fahren, ja, aber nicht gerade viel länger. Beide fahren sogar noch eine Runde. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich aufholen auf den 2. Und jetzt müssten alle reinkommen, Ende der 8. Runde. Ist die Frage, was die aufziehen. Softreifen halten die 20 Runden. Wir sind jetzt schon mit angefahrenen Reifen 8 Runden unterwegs. Also machbar ist es auf jeden Fall. Wir sind jetzt 10 Runden unterwegs. Also wir müssen auf jeden Fall in den negativen Punkt auf jeden Fall mal reinfahren. Was fahren sie denn? Burgmeier fährt soft und auch Tisson fährt soft. Frage, ob die durchfahren. Das ist schwierig. Sie kommt Ende der 11. Runde rein, hat damit 17 Runden zu fahren. Mit den Softreifen sollte eigentlich bei ihr locker machbar sein. Er hat ja immer noch ein paar Runden auf dem Reifen. So, 15 bis 17 Runden. Wenn wir die Reifen schonen, sollte das kein Problem sein. Die Frage ist, wo kommen wir ungefähr raus? Er kommt Ende nächster Runde rein. Das heißt, er hätte 16 Runden. Oder 17 Runden sogar, also... Wir sind auf jeden Fall im Negativbereich. Sind wir aber schon mittlerweile gewohnt. Aber wie gesagt, wir schonen ja den Wagen an sich so ein bisschen. Guter Boxenjob. Wir haben ganz stark bisher die komplette Folge nicht drauf eingegangen, wo wir ungefähr landen. Also was die Reifen an, Boxen-Crew angeht. Aber sie ist auf Platz 16. Sie ist sehr weit zurückgefallen. Boxenjob hat auch super funktioniert. Er kommt auf Platz 7 raus. Vor Truisson auf jeden Fall. Das ist mal sehr wichtig. Wir holen auf jeden Fall aber weniger Punkte als die Konkurrenz. Aber da gehen noch einige Leute in die Box. Dehlen auf jeden Fall. D'Alusio in die Box. Burgmeier ist sogar schon mit Fragezeichen zu versehen, ob der in die Box kommt oder nicht.
Also Podiumsplatz sollte auch allemal drin sein. Noah, ich gehe davon aus, dass Noah definitiv noch in die Box wird. Vigas müsste jetzt auch bald in die Box kommen, genau wie Fladderer. Und Neto müsste auch in die Box und Alusio. Das sind so Fahrer, die definitiv noch in die Box müssten. Also noch wieder ein paar in der Box gewesen. Damit sind wir Vierter und Elfter und ja, verlieren 5 Punkte. Aber wenn Vigas in die Box geht und Fladderer, machen wir sogar mehr Punkte gut als die. Boah, ist die Frage, können die wirklich noch die 12 Runden mit diesen Reifen durchziehen? Die sind ja schon 8 Runden unterwegs. Wir haben kaum Reifen verbraucht. Wir sind so weit, dass wir langsam wieder Gas geben können. Die Reifen haben 8 Runden gehalten, 11 bzw. 12 Runden gehalten auf Standard. Wir müssen aber die halt wegen der Temperatur ein bisschen eindämpfen. Wie sieht der Wagen allgemein aus Zustand? 50 bei der Aufhängung und hier ist es 41er Heckflügel. Also zu viele Runden können wir nicht mehr so fahren. Alusio müsste jetzt bald reinkommen. Ihn können wir bis Runde 20 definitiv durchziehen mit diesem. Ja, sie kommt auf jeden Fall vor der Lusio. Das ist wichtig, aber sie kann sich sehr wahrscheinlich nicht dagegen wehren, auch wenn er jetzt noch ein bisschen nach hinten gefallen ist. Makliev kommt auf jeden Fall noch in die Box. Und bei den anderen beiden ist es wirklich so ein Ding. Noah wird sehr wahrscheinlich auch noch in die Box kommen. Und der Lusio schon vorbei an den anderen beiden. Eieiei. Also Platz 5 und Platz 6 kommen jetzt auf jeden Fall in die Box. Platz 1 wird sehr wahrscheinlich auch noch in die Box kommen. Und dann ist nur noch Fragezeichen. Wenn, wird er auf jeden Fall das Rennen gewinnen und sie, keine Ahnung, wo sie landet. Auf jeden Fall vermute ich mal vor einigen, aber Lusio schon vorbei wieder. Ich gehe davon aus, dass die es nicht packen, die Konkurrenz. Bei ihr müssen wir halt den Wagen schonen. Die hat 33% Heckflügel. Wir können bei ihr grundsätzlich kein Gas geben. Noah wird jetzt bald reinkommen. Ich schätze mal, dass Noah vor ihr rauskommt. Die anderen beiden werden auch in die Box kommen. Da ist die Frage, Burgmeier vermutlich vor ihr, aber nicht vor ihm. Oh, Reparaturstopp. Doch, dann haben wir definitiv noch Glück. Oh, jetzt ist es hier ein spannendes Rennen hier. Also, und Burgmeier kommt in die Box, so wie ich das gerade richtig gesehen habe. Das heißt, der Teamkollege müsste auch noch in die Box kommen und Jebel übernimmt die Führung. Bedeutet, sie kommt knapp hinter ihm raus, aber er wird angefahren, Supersoft. Heißt aber auch, dass Poisson auf jeden Fall auch noch in die Box kommt, diese oder nächste Runde. Aber bringt das, wenn wir jetzt aufs Gas drücken? Bei ihr eigentlich nicht. Bei ihm vielleicht schon, aber... Was macht eigentlich zwei Platzierte? Kommt Ende dieser Runde in die Box, bedeutet, sie ist auf Platz 4. Er kann eigentlich beruhigt ins Ziel fahren. Damit ist sie Vierter und wir übernehmen theoretisch die Tabellenführung. Wenn sie natürlich es schafft, vor ihm zu bleiben. Und sie darf jetzt mal Gas geben. Ja, mal ein bisschen mehr Gas geben. Sollte, wenn es geht, doch vor ihm bleiben. Ich hoffe, dass Alusio noch vor Dings bleibt, vor Burgmeier. Wäre sehr wichtig. Aber die Reifen von ihm gehen so langsam in die Knie. Letzte Runde für Jebel. Auch von ihr. Und Alusio hat gerade einen richtig dicken Patzer drin. Jebel gewinnt, das braucht man nicht mehr. Okay, sie ist Dritter. Und schafft es auch auf das über die Ziellinie. Starkes Rennen von ihr. Alusio hat sich verpokert. Eiskalt. Der hat die Reifen zu stark rangenommen, hat dadurch noch am Schluss wirklich viele Plätze verloren. Und dadurch konnten wir mal wieder den nächsten Sieg feiern.
den dritten Sieg in dieser Saison, zwei Siege in Folge. Hat zwar leider nicht für einen doppelten Doppelsieg gereicht, aber zumindest zweimal hintereinander mit beiden Fahrern auf dem Podium. Und dadurch übernehmen wir auch die Tabellenführung. In einem Punkt, den Jebel da schon gut macht, dann sind wir punktgleich. Und sie und auch noch ein Punkt, das heißt, wir sind einen Punkt vor Girod. Alter. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert, wenn wir. Wenn wir natürlich nicht aufsteigen, kann es natürlich sein, dass wir die nächste Saison es nicht schaffen, Titel zu holen. Weiß man natürlich nie, ist immer schwierig. Problem ist halt dieses Geld. Das ist eigentlich die größte Schwäche, die man hat. Obwohl, wenn der Wagen ja stark genug ist, fährt man auf jeden Fall immer um den Sieg. Also ich würde auf jeden Fall sagen, außer ihr wollt natürlich, dass ich direkt aufsteige, müsstet ihr dann unten reinschreiben. Sonst würde ich definitiv so machen, dass ich eine Saison weiterhin in der Asiameisterschaft fahre, mir Geld hier aus Seite lege. Natürlich auch ein bisschen hier Geld verdienen. Wagen noch ein bisschen ausbauen und dann ja, souverän nochmal aufsteigen. Also doppelt, wie ich damals gemacht habe, als ich ja, den Spiel schon nachfahren musste. Aber ja, das könnt ihr dann ein bisschen entscheiden. Also könnt ihr unten reinschreiben. Wenn da mehr dafür sind, dann werde ich direkt aufsteigen. Wenn viele dagegen sind, dann fahre ich weiterhin in der Asiameisterschaft. So, nächstes Rennen ist Rio de Janeiro. Ich glaube, das Getriebe ist fertig. Ja, aber das werden wir nicht schaffen. Wir können die Aufhängung komplett jetzt auf 100%, glaube ich, ballern. Die sollte dann fertig sein. Trotzdem bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch in Rio de Janeiro dabei seid, wenn es zum 8. Rennen der Saison geht, wo wir hoffen, unsere Tabellenführung weiter auszubauen. Also bis dahin. Ciao.